Hallo, guten Morgen. Hier sind wir wieder von meiner kleinen Oasis in der Zone von Altos. Heute habe ich einen ganz tollen Besuch. Heute ist die Doris bei mir, Pauletto aus der Schweiz. Und ihr werde ich ein paar Fragen stellen, warum sie nach Paraguay gekommen ist, unter anderem. So, liebe Doris, jetzt schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Hallo, grüß dich. Hallo, guten Tag. Ja. Doris konnte heute Nacht nicht schlafen, es war zu ruhig. Ja, echt, ich wohne ja sonst in Casapa und das ist eine sehr laute Stadt. Ja. Die Hunde, die ganze Nacht bellen und auch die Paraguayer sind sehr ein partyfreudiges Volk und Auf man jeden läuft die Fall. Musik und das ist immer diese Techno-Musik. Hier war es so ruhig, dass ich wirklich mitten in der Nacht aufgewacht bin. Weil es so ruhig war. Doris, was hat dich getrieben, nach Paraguay zu kommen? Du bist ja eine Frau von der Welt, du warst ja in allen möglichen Ländern gelebt, auch von England angefangen, von London, überall, Libanon, überall warst du durch die Gegend. Ja, ich war in verschiedenen Orten. Ja, also im Prinzip war es dann, der Auslöser war dieses Covid, dieses ganze System. Weil in dem Dorf, wo ich wohnte, da wurde man so unterdrückt, wenn man keine Maske trug, wenn man sich nicht impfen lassen wollte. Und ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten. Und dann habe ich zufälligerweise vom El Paraíso Verde in Casapa gehört und das hat mich sofort angesprochen. Und da habe ich gedacht, Du wusstest eigentlich gar nicht, dass Paraguay nein, war eher erst ein Thema mit genau, Paraíso es war das Paraíso Verde. Ich meine, ich wäre eigentlich sonst nicht nach Paraguay ausgewandert. Hier gibt es ja kein Meer und keine Berge und es war überhaupt nicht auf deiner Liste. auf meiner Liste. Aber dann kam ich hierher im letzten November, habe eine Infowoche da gemacht und bin nach Hause, habe alles verkauft, Container gepackt und bin jetzt hier seit Anfang März. Ja, und du hast das auch nicht bereut, dass du in Paraguay bist, gell? Nein, nein, es gefällt mir ganz gut. Es ist ein Land, da kann man noch was bewirken. Ich habe mich ja dann ganz stark im Tierschutz. Genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Hast ja eine Tierschutzorganisation gegründet, auch in Casapá, wo ihr jetzt schon, glaube ich, über 150 Kastrationen gemacht habt. Genau. In kürzester Zeit ja auch schon. Ja. Helft auch einigen Leuten dort, von den armen Leuten, mit dem Tierschutz, also ganz, ganz stark. Ich finde das super, weil Casapá hat ja gar nichts gehabt Nee, in wir die haben gar Richtung. nichts mehr. Das ist ja gar nichts Nein, und mehr. das war toll. Wir haben an einem Tag 97 Tiere kastriert. Das war ziemlich eine Herausforderung. Es war an einem Sonntag morgen, es war kalt, der Strom ist ausgefallen. Wir haben mit den Handys da die Operationen verfolgt, also mit dem Licht. Das war schon eine Herausforderung. Aber hier geht das. Ich meine, stellen wir mal vor, das sowas in Europa zu machen. Ja, unmöglich. Unmöglich. Und Unmöglich. das ist eben das, was mich fasziniert. Hier kannst du einfach machen. Und Ja. Du kannst wirklich alles noch tun hier. Du kannst jetzt, ja, das machst du ja auch. Im ja. Endeffekt machst du das ja auch. Und machen auch andere Leute. Ich habe etliche Leute kennengelernt. Manche, wo nicht mehr drin sind, manche, wo draußen, innen drin sind, aber ganz tolle Sachen. Und auch vor allem Tierschutz in der Gegend Casapá ist ganz, ganz wichtig, wie auch hier. Ja. Wollen ja auch schauen, ob wir in Altos was machen können, weil ja hier auch so viele Tiere gibt, die wo einfach Hilfe brauchen. Und mal schauen, was man jetzt noch Ja, anstellen kann, gell? das ist eben das Schöne. Am letzten Sonntag haben wir dann einen Kastrationstag etwa 60 Kilometer von Casapa organisiert. Das war ein Arzt, der uns geholfen hat und der hat das jetzt auch gemacht. Also wir haben schon die ersten Nachahmer und das ist eine ganz tolle Sache. Denn wenn wir den Tieren helfen, helfen wir ja auch den Menschen. Ja, klar. Das ist alles zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Ja. Und jetzt durfte ich mal die Doris einladen zu mir raus, in mein kleines Paradies hier, wo wir aufbauen, eben auch für Kurse machen später, um die Leute zu schulen, für Permakultur, für alles Mögliche ein bisschen. Ja, das ist toll hier. Die verschiedenen farbigen Häuser, die Pflanzenwelt und die Tiere. Also, es ist da wirklich ein kleines Paradies. Ja, vor allem Relax. Also wie gesagt, man kann sich gut erholen hier. Ja. Reine Luft noch. Ja, das ist doch toll. Und ich meine, hier kannst du einfach was bauen. Da braucht es keine Behörden. Also, wenn ich denke, ich würde bei uns ein Schwimmbad bauen, bis nur schon die Baubewilligung da ist, geht das Jahre. Und bei uns in das System, da will einfach jeder verdienen und es geht ja nur immer ums Geld. Und es ist alles so überreguliert, du kannst ja gar nicht
kannst gar nicht mehr kreativ sein. Das fällt mir jetzt eigentlich auf, wie man hier noch vieles machen kann, wie wir eigentlich blockiert wurden da bei uns in der Schweiz. Und jetzt habe ich es zumindest schon mal erreicht, dass die Doris wieder anfangen wird zu malen in Kürze. Hier draußen wird sie dann anfangen. Ja. Da kannst du inspiriert werden hier draußen. Wenn man wieder die Muße hat, das stimmt. Ja. Man hat wieder die Ruhe, man hat wieder alles hier ein bisschen dabei und das ist dann ganz schön und vor allen Dingen auch, weil es kommt die ganze Kreativität von innen wieder heraus, ja, aus den Menschen hier in der, ja, Ruhe. Ja, die Menschen sind auch, die sind fröhlicher hier. Gut, ja. Die denken auch nicht groß am Morgen, sie leben wirklich Tag in Tag. Tag in Tag. Ja, ist aber oft nicht schlecht, so, nee, zu denken, nein, vielleicht. Ja. Und du bist ja schon über 30 Jahre hier. Ja, 35 schon. Hast du schon gar keine Erfahrungen gemacht? Ich habe das einfach in den letzten Monaten gemerkt. Ich habe auch bei mir so einen Adolfo heißt, der irgendwie alles kann. Ich mache das, ich brauche das und das. Ja, es sind so Allround-Genies, ja, hier. Genau. Das ist das Schöne, richtig Künstler. Ja, die können viel hier. Mhm. Ja, weil wenn es ums Überleben geht, muss man einfach auch kreativ werden. Mhm. Und das ist Paraguay. Ja. Also ich hoffe, bald kommst du wieder raus zu uns hier. Ja, sehr gerne. Ja, und das war's für heute. Ein toller Besuch heute bei mir in meiner Oasis. Vielen Dank. Habe ich sehr genossen.